Ich bin viel kreativer, als ich gedacht habe. Mein iPad hilft mir dabei und die Apps und mein Zeigefinger. Und Effekte in einzelnen Programmen. Das ist Sumo Paint. Da tapst man einfach auf dem Tablet rum und da entstehen erstaunliche Formen und Figuren. Das ahnt man vorher gar nicht, dass man das kann. Und es gibt eine App, um Buchcover herzustellen. Habe ich auch probiert. Geht auch mit Grußkarten. Und hier habe ich dann wirklich gemalt. Ich habe das Muster eines Teppichs nachempfunden. Das Haus fand ich auch nicht schlecht für die paar Striche. Weihnachten gab es Tannenbäume, jede Menge, damit ein kleines YouTube entstanden ist mit Musik. Koffer kann man auch immer mal brauchen. Mein Hamster hat einen Globus bekommen. Das ist eine App für Rahmen. Habe ich auch hier bei der Kaffeetasse angewendet. Das musste ich wieder freihändig machen, eine Pistole. Habe ich gebraucht für einen Krimi-Trailer. Katze ist verdammt schwer. Die finde ich gut gelungen. Und dieser Hase ist furchtbar müde. Und ich finde besonders die Bettwäsche so toll. Das Schweinchen hat ein bisschen schräge Beine. Das habe ich für SLO gemacht, für ein E-Book. Das ist ebenfalls ein SLO-Projekt, E-Book mit Zeichnungen. So eine Treppe ist auch nicht so einfach. Und bei Stühlen hat mich immer das vierte Bein so gequält. Aber das Gebirge mit Sonne ist doch ganz ordentlich. Stolz bin ich ja auf diese, meine erste Modekollektion. Ich weiß nicht, ob 70er, 80er oder 90er Jahre. Finde ich sehr schick. Das gefällt mir wirklich. Mein Theater einfach so mit dem Zeigefinger hingeschlabbert. Ich habe mir extra einen Flickr-Account zugelegt und einige Bilder hochgeladen. Auch dieses Stillleben. Und vor kurzem habe ich aus zwei Kreisbildern ein kleines YouTube-Video gemacht mit Musik. Sieht auch sehr schick aus.